Krabbeltier-Troll aus dem Tierpark Berlin beim Frühstück. Doch gleich beginnt sein Unterricht. Auf dem Lehrplan steht Gewöhnung an das Halfter. In den letzten Wochen lief es richtig gut. Pflegerin Annette Krüger ist stolz. Hi, Troll. Mal sehen, wie es heute klappt. Also Troll macht es super. Das Halftern hat er jetzt mittlerweile drauf. Außer wenn er ein bisschen störrisch wird. Ja, Süßer. Und wir können sogar jetzt schon die Leine ranmachen. So. Manchmal braucht er ein bisschen Überredung. Aber er kommt jetzt auch schon mal hin und wieder eine Runde mit. Troll, kommst du mit? Komm. Komm. Ey, super. Ich bin total stolz auf dich. Komm. Naja, zu früh gelobt. Komm. Komm. Hey, super. Komm. Wo gehen wir hin? Komm. Fein. Komm. Komm. So, jetzt Richtung Zaun. Schaffen wir das noch? Komm. Komm. Komm, du kleiner Esel. Komm. Chloe, meine Süße. Troll, komm mal jetzt hier. Oh, Menschenskinders. Komm, komm. Die anderen kommen auch, siehst du das? Alle kommen so, nur du nicht. Wenn ich dir jetzt ein Überredungspellets gebe, ja, dann wollen alle anderen auch eins. Kommst du jetzt bitte mit? Ja, meine Junge, komm. 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 Guck mal, am Ende der Leine ist da so ein Pellet. Fein hast du das gemacht. Feiner Junge. So. Jetzt binden wir dich nämlich hier an. Du knapperst jetzt nicht gerade an meiner Tasche rum, oder? Oder? Hm? Du knapperst jetzt nicht gerade an meiner Tasche. So. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Ne? Dann will ich jetzt noch mal kurz down machen mit den Mädels und lasse ich dich auch gleich wieder los, ja? Ja. Warum hängst du die Zunge raus, ne? Hat's geschmeckt, ja? Oh, Cynthia, du hast ja schon down gemacht. War es auch eine ganz liebe. Obwohl das nicht, mir nichts nützt, wenn du das vorher machst und nicht auf Kommando. Meine Hand wird nicht gefressen, mein Arm auch nicht. Soll ich dich noch ein bisschen schuppern hier? Ja? Ein bisschen schuppern? So, schupper, 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 Kopf schuppern, so. Fertig, ja? Jetzt mache ich aber, nee, geh doch mal weg hier. Jetzt ist schon wieder jemand an meiner Tasche, dir, ja. Nein, nein, so, gib her. Feine Maus, ihr dürft jetzt aufstehen. So, Troll, hast den Knoten nicht aufgekriegt, ha? Ich dachte, du wärst klüger. Aber naja, wollen wir noch ein Stückchen gehen? Denkst du, wir schaffen das? Hm? Hm? Kommst du mit? Komm, 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 komm. Feine Junge, ey, super machst du das. So, ich werde jetzt aufhören. Schön, schön, schön. Fein hast du das gemacht. Ja, fein. Dass ich nicht aufhöre, wenn er rumzickt, sondern aufhöre, wenn er es gerade toll gemacht hat. Feiner Junge. Milchschnutter, hm? Wie seine Milchschnutter. So, super. Jetzt könnt ihr eurer Wege gehen. Ich gehe auch meiner Wege. Trolls Wege führen ihn bald in einen Tierpark in Tschechien. Um seine weitere Ausbildung werden sich dann die Kollegen dort kümmern. Von der Grundschule im Tierpark zur Erwachsenenbildung im Zoo Berlin. Gorillamann Ivo hat gleich Unterrichtsbeginn.
Für die intelligenten Menschenaffen ist regelmäßiges Training der grauen Zellen besonders wichtig. Ähnlich wie Menschen langweilen sie sich schnell und brauchen Beschäftigung. Ach nee. Sehr. Die Lehm-These übt die Kommandos auf Englisch. Ja, so ist es in Zoos überall auf der Welt üblich. Wenn Ivo mal umziehen muss, gibt es keine Sprachprobleme. Seh dich hin. Setz dich mal hin. Fein. Ivo, right here. Right here. Right here. Ivo, right here. Fein. Mach ich hier ran. Wo ist denn dein Ohr? Ja, ist dein Kopf hier vorne, hm? Ivo, right ear? Dann komm mal an das Öhrchen nicht ran. Die Übung right ear, rechtes Ohr. Das ist eigentlich aus Zufall entstanden, weil er hier an der Seite eine Verletzung hatte, die hat so ein bisschen geeitert und da mussten wir halt mal Medikamente drauf machen. Und er hatte auf alle Fälle verstanden, dass wir die Wunde behandeln. Und da hat er schon mal gleich die Stelle rangehalten. Hat ihn anscheinend ganz gut getan, dass man so ein bisschen Zeug darauf schmiert. Hat anscheinend ein bisschen Schmerz gelindert oder hat sich schön angefühlt. Jedenfalls hat er es von sich aus schon mal gleich rangehalten, konnten wir auftragen. Von da aus habe ich dann gleich angefangen, wenn er das schon ranhält, dass ich das Ohr berühre. Und so ist dann die Übung aus Zufall entstanden. Right here. Nein, das ist die Brust, Digga. Right here. Fein. So. Prima, hä? Aber dann, Ivo. Als Belohnung für die gute Mitarbeit gibt es Futterpellets. Und Ivo hat Pause. Bis zum Unterricht nächste Woche. Kein krähender Hahn, sondern die Wölfe sorgen jeden Morgen im Zoo dafür, dass auch wirklich alle wach sind. Das Revier, ein Hochsicherheitstrakt. Das muss auch so sein, denn neben den Wölfen wohnen die Bären. Hey, Sidi. Na, alles klar bei dir? Bei sehr gefährlichen Tieren wie Sidi, da sperren wir sie über Nacht ein. Außerdem hat sie auch hier ihre Ruhe. Sie liebt es total, abends nach einem gestressten Arbeitstag sozusagen, den sie draußen hat, hier reinzukommen, noch ein paar Leckerlis zu fressen. Und dann ist der Tag für sie auch gegessen. So. Bevor Sidi raus darf, checkt Markus Röttke jeden Morgen die Anlage. Also erstmal geht man natürlich auf die Anlage, um zu gucken, sind alte Futterreste noch auf der Anlage oder ist Kot auf der Anlage. Dann muss man darauf achten, sind bauliche Schäden oder hat der Bär mal am E-Zaun rumgespielt. Und deswegen schaue ich das morgens nach, dauert vielleicht 5-6 Minuten pro Anlage. Aber dann kann man sich sicher sein, relativ sicher sein, dass nichts passiert. Es gibt halt in dem Fall auch bei der Anlage erstmal so eine Art Vorzaun und hinter der Hecke ist nochmal ein Hinterzaun, also erstmal da unten noch so eine E-Zäune und oben auch nochmal. Falls sie es wirklich schaffen sollte oder falls mal ein Stromausfall ist, dass der erste E-Zaun ausfällt. Wenn sie hier drin ist, dann muss sie den auch noch überwinden. Und das ist relativ unwahrscheinlich. Von daher ist das schon sehr, sehr sicher hier alles gebaut. Rausklettern geht also nicht. Das hat sie die auch schon gemerkt. Also das ist jetzt noch ein verhältnismäßig kleines Loch. Geht jetzt vielleicht, weiß ich, was ist das, ein Meter? Aber für die ist es gar kein Problem, irgendwie 2 Meter in die Tiefe zu gehen. Das macht die in 2 Stunden. Wenn es tiefer wird, dann muss ich halt wieder einen Spaten rausholen und muss das wieder zumachen. Muss ich wieder ackern. So, jetzt erstmal rauskommen hier. Das ist schon eine Weile her. Da hat Patsy damals
einen Vorsprung an der Wand genutzt, um rauszukommen. Da zum Beispiel ist ein Loch, da ist ein Zulauf für Wasser. Da sieht man ja, dass da schon was weggebrochen ist. Das bedeutet, dass sie die da rumgefummelt hat. Macht sie das jetzt zu doll, sodass sie das irgendwann mal als Tritt nutzen kann, dann muss ich darauf aufpassen. Ansonsten kann das Tier abhauen und dann wird es gefährlich. In Richtung Wolfsgehege zieht es sie nicht. Die Anlage ist ja eigentlich dafür konzipiert, dass man Wölfe und Bären zusammenhält. Das hatten wir auch. Wir hatten sie auch zusammen gefüttert auf den Anlagen. Das war mal sehr, sehr schön. Damals waren es aber auch 3 Bären. Und die machen sich einen Spaß draus, die City halt immer zu piesacken. Bedeutet, einer beißt der in den Po, die dreht sich um. Und dann, da wo sie sich dann hingedreht hat, da kommt ja von der anderen Seite einer und beißt ihr in der Seite in den Po. Und das machen die dann wirklich stundenlang, so dass der Bär wirklich sauer wird. Und von daher haben wir das gelassen. Dann lassen wir mal City raus. Ne? Markus Robke hat die Anlage zwar überprüft, aber auch City verschafft sich erst mal einen Überblick. Sie wohnt allein. Doch das stört sie nicht. Anders als Wölfe sind Bären Einzelgänger. Dr. Andreas Ochs schon erwartet. Hallo. Hallo Dr. Ochs. Wir haben ein Problem mit unserem Wasserbock. Ja. Ein Mäuschen. Die macht so ein bisschen so einen latschigen Eindruck, dass sie frisst nicht, lässt die Ohren so hängen. Aha. Und ist jetzt drin, ja? Die ist jetzt drin mit ihrem Kleinen. Na, dann gucken wir mal. Dabei soll Wasserbockdame Mäuschen gerade jetzt viel fressen. Denn sie sorgt noch ihr Kalb. Hallo Mäuschen. Wie heißt doch Mäuschen, oder? Ja. Heißt also eigentlich alte. Alle Mäuschen. Alte Na, Mäuschen, komm mal her. Eigentlich ist ja doch relativ aggressiv. Ja, man sieht ja, das gesagt und schon beweist es. Also sie ist heute sehr aggressiv, sonst ist sie ein bisschen zu. Aber heute ist sie. Ja, komm mal her. Schon mal am Maul gerochen. Wir haben nämlich bei denen eine Infektion schon mal gehabt, die ausgehend vom Zahnfach und vom harten Gaumen sehr unangenehm verlaufen ist. Möglicherweise kleine Läsionen in der Maulhöhle führen dann dazu, dass da eben sich Bakterien reinsetzen und dann ist das schwer zu beherrschen und eitert vor sich hin und man riecht es eigentlich. Sag mal, rauch mich mal an. Nicht so. Mach mal richtig. Komm, sei mal lieb. Mal hier. Jetzt riecht man aber erstmal nichts. Dr. Ochs glaubt trotzdem an eine Entzündung in der Maulhöhle. Sie kriegt jetzt ein Antibiotikum, was zunächst mal 2 bis 3 Tage hält. Das muss man also nicht jetzt noch mal nachgeben. Das ist ja für die Tiere auch immer ein bisschen Stress, wenn sie geschossen werden. Die kennt das auch schon. Und vielleicht können wir, wenn man das jetzt eben schnell zunächst mal antibiotisch behandelt, schon im Vorfeld die ganze Sache bekämpfen und im Keim sozusagen ersticken. So. Jetzt müssen wir mal sehen. Wenn die so ruhig bleibt, können wir ja das Jungtier dabei lassen. Ja, ich habe schon den Schieber zu gemacht, dass sie nicht nach hinten abholt. Schön wäre, irgendeine Breitseite von ihr zu kriegen. Und vielleicht sie irgendwo ablenken, dass sie durch den Schieber guckt oder zumindest irgendwo hinguckt. Vielleicht geht das so. Naja. Lass mal so, ja, also wenn sie so rüber guckt, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Dann kann ich das von hier machen. So. Ups. Ups, sehr gut. Wo ist der? Gut. Entladen? Ja. Ah, was haben wir denn da stecken? Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir das rauskriegen. Geh mal rüber. Mäuschen, geh mal rüber. Jetzt bist du beleidigt. Mäuschen. Wir können es aber auch. Geh mal rüber, komm. Wir können es aber auch erstmal stecken lassen. Alles klar. Das ist besser. Wenn sie nicht mehr dran denkt, dann ist es einfacher rauszukriegen. Schadet ja nichts. Nö, lassen wir es erstmal stecken. Okay. Gut, dann erstmal gute Besserung. Alles klar. Tschüss. Mäuschen ist versorgt. Dr. Ochs muss weiter.
das Reich der Kamele. Zu dieser Tierfamilie zählen auch die Alpakas aus Südamerika. Es gibt Frühstück. Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann ist Patentante von Alpaka Lütte. Das Patenkind ist wieder Mutter geworden. Ein guter Anlass, vorbeizuschauen. Ach, wer kommt denn da um die Ecke? Tachchen. Na, hallöchen. Hallo. Lange nicht gesehen, ja. Und doch wieder erkannt. Ich habe dieses Mal außer Knäckebrot noch ein anderes Geschenk. Oh. Mhm. Und zwar für die Lütte. Für die Lütte? Damit die nicht immer wegrennt. Oh, passend zu ihren Augen. Ja, genau. Ein himmelblaues Halfter. Ja. Na, das ist ja toll. Na? Aber sie wird sich's nicht anziehen lassen. Sie wollte heute nicht mal ihr altes tragen. Nee? Ich habe sie nicht davon überzeugen können, dass sie ihr altes Halfter trägt. Vielleicht, wenn ich dabei bin. Wir versuchen's. Hi, guten Tag. Ja. So, ja. Und jetzt gehen wir zur Lütten. Ja. Lütte, gucke mal, gucke mal. Gucke mal. Gucke mal. Ja, nee, nicht in den Eimer gucken. Böse. Hier, dein neues Halfter. Komm mal her. Die will nicht, wa? Nee, nee. Ach, du bist ja absolut nicht zu machen. Ja, teilt's euch. Abmarsch. Das ist Lütte hier. Komm, ich geb dir was. Ich mag unheimlich Alpakas. Ich finde, dass das ganz schöne Tiere sind, die gut riechen und die irgendwie nett sind. Bin jetzt ein bisschen. Du sollst nicht zu mir kommen. Und dann bin ich gebeten worden, eine Patenschaft zu übernehmen. Und da habe ich gesagt, wenn, dann möchte ich gerne einen Alpaka haben. Und das war gerade geboren. Und da hieß es dann auch Lütte, ne? Das sind die Schönsten, ne? Ihr seid die Schönsten. Angelika Mann wird selbst auch Lütte genannt. Und hat ihren Spitznamen kurzerhand dem Alpaka vererbt. Wo ist ein Schneeflöckchen? Hinter ihrer Mama. Hinter der Mama. Weil ich jetzt auch so viel unterwegs war, dass ich jetzt mal eine Weile nicht da sein konnte. Und deshalb habe ich erfreut dann vernommen, dass ich sozusagen Patenoma bin. Und zwar zweifache Patenoma. Hier, das, ne, das Schwarze. Von wem hat's denn das? Von dem da drüben? Ja, von Orlando. Nein, das ist von Orlando. Und wieso wird die dann so schwarz? Ja, keine Ahnung. Das sind die beiden Kinder. Und der ist sehr hübsch, finde ich. Ja, ein sehr schönes Tier. Ach, er macht doch auch hübsche Kinder. Immer mal wieder ganz verschieden. Vater Orlando kann stolz sein. Sein jüngstes Kind, das hellste Alpaka der Gruppe, heißt Schneeflöckchen. Wow. Wann ist sie denn geboren? Im Juni. Ich? Dann ist sie jetzt praktisch 3 Monate alt. 3 Monate, ja. Ja. Schon ganz schön groß, damals, ne? So wie damals die Lütte. Genau. Die war auch ungefähr 3 Monate alt. Und hat die auch so einen Streifen im Auge? Ja, das ist die Pupille. Die ist bei denen, genau wie bei Ziegen, ganz waagerecht schwarz. Aber bei den anderen sieht man das nicht, nee, weil die blaue Augen haben. Bei den dunkelbraunen Augen sieht man das nicht, sieht man bloß bei den blauen Augen. Ja. Und die Kleine ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht. Ja, ganz süß. Schneeflöckchen ist ja für das schöne Wetter eigentlich auch ein komischer Name. Aber das passt einfach zu dem Jungen. Ja, das sieht so schön aus. Und freut sich auf den nächsten Besuch der Patenoma. Silberrücken Ivo und seine 3 Damen. Die Viererbeziehung ist harmonisch. Und alles wäre perfekt, wenn es endlich Gorilla-Nachwuchs gäbe. Was ist los? So, es wurden Urin-Tests gemacht, die Antworten bringen sollen. So, dann bin ich mal gespannt. So, ihr habt das mal mitgebracht. Wir haben jetzt aus dem Primatenzentrum die Ergebnisse von eurem langen Sammeln des Urins bekommen. Einfach mal, um zu gucken, das wurde ja bisher noch nie gemacht, haben die überhaupt einen Zyklus? Und man sieht hier zum Beispiel bei Jambala sehr schön diese 2 Peaks, also diese Spitzen. Und da, wo die Pfeile sind, war jeweils der Eisprung. Und wir haben die Bestätigung, dass bei allen 3 Tieren sowohl der Verlauf des Zyklus, also die Zykluslängen, als auch die Hormonmengen, die vorhanden sind, vollkommen physiologisch, also im ganz normalen Bereich sind. Also an den Damen liegt es nicht. Aber woran dann? Ivos Zeugungsfähigkeit ließe sich nur unter Narkose klären. Eine zu riskante Maßnahme. Für mich erst noch mal wichtig, am allgemeinen Verhalten innerhalb der Gruppe hat sich nichts geändert. Also nach wie vor könnte was klappen.
nach wie vor könnte was klappen, definitiv. Gestern zum Beispiel hat er das Pansy gedeckt. Ah, sehr gut. Ja, und Bibi und Jambala deckt er eben auch. Also abwarten und Ivo nicht unter Druck setzen, denn das mögen Männer gar nicht. Einen Grönland-Bläskans ist Dr. Ochs nächster Patient. So, wo haben wir denn das kranke Huhn? Das hier gleich in den Stall. Herr Doktor, hier. Soll ich es rausholen? Ja, Momentchen, erst noch mal ein bisschen gucken. Ja, also sie hat auch ein bisschen gefressen schon. Ja, sieht man ja, da ist ja ein bisschen dran. Dann haben wir das, was Sie gesagt haben, das Stroh raus. Ja, das ist ganz wichtig. Dafür haben wir jetzt diese Matte, die können wir dann leicht sauber machen. Dann haben wir auch Ersatzmatten. Ja. Und die kommen ja dann in eine Desinfektionstonne, ne? Ja. Ja. Ja, wir haben hier eine Grönland-Bläskans und die sieht man auch gleich, atmet so ein bisschen schwer. Bei Vögeln ist es so, wenn man die Atmung sieht, dann ist immer irgendwie was nicht in Ordnung. Zarte 4 Wochen ist die Gans jetzt. Mit dem Stroh ist es natürlich sehr schön, aber in dem Stroh manchmal sind da auch Pilzsporen drin und die können dann eingeatmet eben ganz schnell sowas verursachen. Deswegen werden wir jetzt mal auf Pilzbefall sie behandeln. Gut. Das machen wir mit dem Zeug hier. Ach, das dort war schon das, ja, das kriegen wir dann direkt im Schnabel. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Ja. Wie oft müssen wir das jetzt machen denn? Einmal am Tag. Einmal am Tag. Und was hat die an Gewicht so in etwa? Na, Kilo hat sie ungefähr, nee, 500 Gramm. Ja. Dann geben wir mal einen halben Milliliter. Das müsste eigentlich reichen. Warum hat denn das hier so Löcher an der Seite? Die hat das immer daran gemacht, da oben. Das Zeug ist ja so ein bisschen nerventoxisch, wenn es überdosiert wird. Deswegen werden wir mal ein bisschen an der unteren Grenze dosieren und gucken. Also wenn das sich jetzt ausbilden sollte, dass sie irgendwie zentralnervöse Störungen kriegt, also müssen wir natürlich sofort aufhören damit. Ja. Aber das versuchen wir erst mal. Ja, mal hier. Oh, warte mal. Mach mal ein Schnäbelchen auf. Oh. Gut. Wein. Schön schlucken. Oh, ich komm schon auf der anderen Seite wieder raus. Ja, ja, immer durchfluss. Gott sei Dank nicht getroffen. So, ja. Aber wenn man sie anfasst, merkt man schon sehr gut isolierend, schön warm. Immer. Ja. Und mit dem UV-Licht sollen wir so lassen, oder? Ja, 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 nee, das ist gut. Ja, das andere hat man ausgemacht, weil das Rotlicht zu warm war. Ja, ja, nee, das ist nicht gut. Zu warm ist ja für die Pilze auch nicht. Ja, genau. Und die sind ja eigentlich aus Klimazonen, wo es eben sowieso ein bisschen kühler ist. Und abends machen wir es ja eh aus, dann ist es ja hier kühler. Genau. Gut. Und wie oft war das jetzt nochmal? Einmal am Tag, einen halben Milliliter. Und wie ist das am besten? Gleich morgens, bevor sie Futter aufnimmt? Oder? Doch, das ist eigentlich wurscht. Also kann man auch mittags machen. Also ist egal. Ja. Also ob es einmal denselben Zeitraum? Ja. Ja, gut. Dass der Spiegel möglichst dann erhalten bleibt über den ganzen Tag. Ich habe jetzt hier einen halben Milliliter. Ja. 0,5. Dann alles Gute und toll, toll, toll. Der nächste Hausbesuch führt den Tierarzt zu den Elefanten. Gerade ist in ihrem neuen Gehege eingezogen, die Schneeziegen. Hier haben wir unsere neunköpfige Schneeziegengruppe. Die musste umziehen von ihrer angestammten Anlage. Das ist in die ehemalige Goldtakin-Anlage gezogen. Und jetzt müssen wir noch üben, die ganzen Rituale mit dem Einsperren. Keine leichte Aufgabe, denn Ziegen sind Gewohnheitstiere. Die Ställe sind neu, die Umgebung ist neu, die Nachbarn sind neu. Aber bis jetzt bin ich guter Dinge, dass das dann auch gut klappt. Sie sind eigentlich recht sehr entspannt. Was meckerst du denn? Hm? Ja, was denn? Komm her. Ja. Ein Hübscher. Hast tolle Kinder gemacht. Man sieht bei den Zwillingen, dass die ein bisschen lütter sind als das Einzelkind, aber das ist immer so, weil die Milch halt eben muss für 2 reichen.
Und da sind die ein bisschen langsamer in der Entwicklung. Aber das gleicht sich dann später im Erwachsenenalter dann wieder aus. Ja, komm her. Traut sich nicht. Zeit für die Fütterung. Dafür müssen die Ziegen in den Stall. Ja, Heidi, dich will ich haben mit deinen Zwillingen denn auch. Ja, du bist die Zweite. Komm, Bock. Für René Walter ist das jedes Mal ein logistischer Kraftakt. Es handelt sich nämlich um Durchgangsstelle. Nur nacheinander gelangen die Ziegen in ihren jeweiligen Stall. Bei der ersten ist ja, das klappt gut. Und hinein. Jetzt bitte Heidi. Ja, Kind muss pullern, alles gut. Seit dem Umzug klappt die Prozedur jeden Tag etwas besser. Eins, zwei. Es geht weiter, kommt. Wir müssen immer nur einen kleinen Schlitz und gucken. Gehe mit dem ersten Tier dann mit und bringe das dann bis nach hinten. Hallo? Die fremdeln noch mit den Geräuschen. Bring dein Kind rein. Und durch. Und durch. Hab mich verzählt. Selbst der Pfleger muss noch was. Komm, geht mal durch. Da ist er noch im Stall frei. Schön die Wunder. Na gut. Dann müssen die Ziegen noch einen Stall aufrücken. Genau. Ah, hopp. Das war doch gut schon. Janka, bist drin. Jetzt haben wir alle drin. Ja, guten Appetit. Ja. Anna, da guckst du. Komisch hier, ne? In einem anderen Haus. Großer Putztag im Aquarium der Tierpark-Cafeteria. Für das 25.000 Liter Becken haben sich Carla Roos und Nico Astor Verstärkung mit Tauchschein geholt. So, Nico, einmal wieder tauchen. Was haben wir hier Schönes? Also du müsstest halt einmal reinhüpfen, das Übliche halt, ein bisschen die Grundarbeiten, die Teppichalge müsste halt wieder raus, überall in den Ecken. Die Cyanobakterien ein bisschen wegstudeln und vorher, solange noch klare Sicht ist, die Kenia-Bäumchen, die da überall liegen, die würden wir gerne halt auf die Felsen aufkleben. Die gibst du uns erstmal hoch und wir machen die mit Korallenkleber unten an, dass du die nur noch auftupsen musst. Koala, ja? Carla wird den auch kneten, weil wir machen es falsch. Ihr knetet mir nicht lange. Ja, wir sind da zu eilig. 21 Fischarten aus dem Roten Meer und dem Indopazifik sollen beim Putzen und Umsetzen der Kenia-Bäumchen so wenig wie möglich gestört werden. Vor dem Tauchgang heißt es Ausrüstung checken. Luft ist da. Luft ist da? Na dann. Also wir versuchen halt ungefähr im Tonus von 3 Monaten in das Becken reinzuhüpfen. Denn bei der Beckengröße kann man halt von oben bestimmte Sachen nicht machen, wie das Kenia-Bäumchen aufpflanzen oder nur sehr umständlich oder hat sich einfach ein Taucher, der halt im Becken arbeitet, bewährt. Zum Tauchgang in die Korallenwelt muss Mirko Klenz nicht überredet werden. Wenn man dann in so ein Riffbecken steigt, hat man ja auch was zu sehen. Bunte Fische ist ja fast wie im Urlaub. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Also das Tauchen an sich bereitet mir auch Freude. Leih habe ich dran. Ist die Wassertemperatur angenehm, Loco? Sehr angenehm. Sehr schön. Gut temperiert. Freut mich. 25 Grad. Bitte sehr. Achtung, hier unten. Erst mal ankommen in der Unterwasserwelt.
Als Taucher gilt es, Hektik zu vermeiden. Du schon den Luftvorrat und die Fische. René Walter im ehemaligen Schneeziegenstall. Hier wohnen jetzt die Goldtakine. Das ist unsere Kadenz mit ihrem Kalb. Oh, ihr riecht. Takine riechen immer gleich, so ein bisschen wie Buttersäure. Ein Körpergeruch ohne Ende. Ihr Lieben. Mit dem Lernen, dass sie hier reinkommen, das haben wir gemacht, da haben wir dann eine Nacht mal einfach zum Gucken nur die Stelle aufgemacht, damit die in Ruhe angucken können und nicht denken, ist schon wieder eine Transportkiste oder irgendwas. Da haben die alles in Ruhe kennengelernt über Nacht und nächsten Morgen habe ich eben eine Futterspur gelegt und da sind sie eben peu à peu in die Stelle reingegangen, weil ein Futter zieht eigentlich immer. Hier. Ja, dann haben wir uns entschieden, den Rest der neunköpfigen Takin-Gruppe in unser Nachbargehege zu machen. Ein offener Stall ist das hier. Und so müssen auch die Goldtakine lernen, sich auf der neuen Anlage zurechtzufinden. So, geht los. Kind raus. Kadenz raus. Ja, wenn ein Kind geht, geht es der Mutter auch. Mutter und Kind gehen vor. Der Rest der Herde folgt. So, ihr könnt durchgehen. Alles, was Hörner hat, muss raus. Eins, zwei, Zulu, komm, Mutti ist schon weg. Den Bullen muss ich mal kurz mal erwecken. Komm, wo ist die Tür? Hast du geträumt? Ab! 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 Jetzt rennt er auch noch. Ein Grünfutter kommt gleich. Während die Goldtakine im Außenstall waren, hat René Walter die Außenanlage sauber gemacht. Ihre eigene Reinigung erledigen die Tiere selbst. Wir haben hier eine Bürste angemacht, geh mal zurück. Hey, die Bürste, man sieht, haben sie gut angenommen. Die ist schon schön fettig. Das haben sie dann, hier machen sie dann eben so ihr Kreuze. Ja, jetzt seid ihr neugierig, ne? Weil ich hier noch so gucke. Aber man muss mal gucken, wie ihr euch hier alle verträgt, ne? Tja. Wenn ich früh morgens meine Morgenrunde mache, sind die sehr schön verteilt und liegen auf dem Felsen. Der ist sehr beliebt. Die haben im alten Gehege den Felsen nicht so angenommen wie diesen hier. Der ist förmlich zugekeckert. Und selbst diese Steilwand sind die schon mal runtergehüpft. Wenn es jetzt schnell zum Futter gehen soll, dann ist das schon gut. Ne? Jetzt sieht man hier sehr schön der berühmte Steilwandklitterer. Komm, zeig uns das. Hoppala. Er ist der Stärkere. Chefbulle Jasper zeigt René Walter, dass er gehen soll. Überredet. Letztendlich weiß ich ja, dass du stärker bist. Wollen wir mal nichts riskieren, ne? Kugelfisch, Igelfisch. Und Besucher der Cafeteria bestaunen den ungewöhnlich großen Fisch im Aquarium. Die übrigen Fische halten sich vor dem Taucher versteckt. Ja, also man sieht da vorne schön den Igelfisch und auch der Kugelfisch sind die einzigen, die sich hier ab und zu mal raustrauen, wenn Mirko taucht. Ansonsten denken alle, die Welt geht unter, weil das natürlich auch ein wenig Stress für die Tiere ist. Aber man kommt halt nicht drum rum. Ne? Aber man sieht da vorne, das schwimmt da. Der findet das gut, weil natürlich in dem aufgewühlten Wasser mitunter auch durchaus mal ein Leckerli rumschwimmt. Im Sand vergraben oder ähnliches. Ne? Das lassen die sich nicht nehmen. Taucher Mirko Klenz sammelt die Kenia-Bäumchen ein und reicht sie nach oben. Später wird er sie an geeigneten Stellen im Becken wieder befestigen. Trotz des Bäumchens im Namen gehören sie zu den Korallen und sind Nesseltiere. Hier noch eine zum Sauberputzen. Ja.
die Tiere bekommen ja Licht ab, die betreiben ja Photosynthese. Und das stehen halt einfach besser, ne? Als wenn du unten da irgendwo mal einen Schlamm oder so, das ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wir versprechen uns viel von, mal gucken. Wenn die da oben sind, sollten die eigentlich sich gut entwickeln können. Dann machen wir jetzt hier Tupse und rein von Mirko muss die dann auf die Felsen draufkleben. Und wird dabei vom Edelfisch überwacht. Korallen habe ich alle raus, glaube ich. Die Kenia-Bäumchen. Ja. Dann sammle ich jetzt weiter ein. Wir machen halt jetzt einfach eine Runde, wie immer, diese Dreckecken weg halt. Wenn da vorne. Hier bin, gibt ihr mir die Bäumchen. Und dann machen wir die zweite Runde. Einsammeln soll Mirko Klenz nun keine weiteren Kenia-Bäumchen, sondern Teppichalgen. Das Becken muss schließlich auch sauber werden. Die Kenia-Bäumchen hat Carla Rose inzwischen mit Kleber versehen. Ja. Seht die mal auch noch an. Oh, hier sind ganz viele Lose. Solange Mirko Klenz noch etwas sieht, wird geklebt. Wenn das Wasser in einigen Stunden wieder klar ist, haben die Kenia-Bäumchen am neuen Standort optimale Lebensbedingungen. Super. Sehr schön. Ah. Und wie war der Ausflug in die Ammerwelt? Sehr angenehm. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Das schaut auch gut aus. Den Rest müssen wir gucken, ob die dann jetzt kleben. Ja. So richtig schön sieht das dann morgen oder so aus. Ja. Dann helfe ich sie jetzt raus. Reicht es hier? Ja, ich hab's. Ja. Danke dir. Mirko, das hast du ganz toll gemacht. Sehr schön. Brauchst du eine helfende Hand oder machst du das klimmzugmäßig? Ja, klimmzugmäßig. Ups, fall nicht runter. Okay, dann geht es mal mit runter hier. So. Herr Klenz, vielen Dank. Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Drei Monate haben die Fische jetzt erst mal wieder Ruhe. Die Patienten von Dr. Ochs warten schon. Die Blutabnahme der Elefanten steht an. Sieht ja prima aus, hier schon alles bereitet. Hier ist die Belohnung, das ist ja ganz wichtig, dass die Tiere das mit was Angenehmem verbinden. Obwohl es ja nicht weh tut, aber trotzdem piekt es natürlich manchmal im Ohr. So. Alle 15 Tage nimmt Dr. Ochs den Elefanten Blut ab. Eine Vorsichtsmaßnahme, da in den vergangenen Jahren drei Elefanten an einer Infektion mit Herpesviren gestorben sind. Wir haben jetzt eine Kooperation mit dem Institut für Virologie in der FU, die eine Möglichkeit haben, Viren direkt aus dem Blut nachzuweisen. Und wir hoffen, dass wenn eine Viremie, also wenn die Viren in das Blut übergehen, dass wir diesen Zeitpunkt mal erwischen. Das haben wir ja bisher nie geschafft. Die Tiere sind ja immer so schnell krank geworden und dann auch leider verstorben, dass man nie die Möglichkeit hatte, mal eine Ursache eigentlich dafür rauszukriegen. Das Wissen um die Ursache kann zwar die Erkrankung nicht verhindern, hilft aber hoffentlich dabei, die Tiere in Zukunft besser zu schützen. So, wir machen erstmal das rote Röhrchen mit dem EDTA drin, das ist das Wichtigere. Das andere gibt dann Serum, da soll das Blut drin gerinnen. Das ist aber momentan nicht so wichtig. Das ist manchmal ein bisschen schwierig bei den Tieren. Die Vene zu finden, haben sie hier. Ist ja doch erstaunlich manchmal, wie wenig Blut so ein großer Elefant auf Kommando geben möchte. Tröpfchen für Tröpfchen. Aber es geht.
Du musst ein bisschen Geduld haben. In solchen Momenten macht sich das jahrelange Training der Pfleger mit den Elefanten bezahlt. Sie bleiben ganz ruhig. Okay. Das wäre es jetzt hier schon mal. Das erfordert immer eine gewisse Fingerfertigkeit, das alles zusammen nicht runterzuschmeißen. So ist fein. So, gut. Gut. Erstmal die Beute in Sicherheit bringen. Das war's jetzt erstmal. Jetzt müssen wir noch eine kleine Runde zum Wiedergutmachen drehen mit Verteilung von Äpfeln und Pellets. Das ist die Abmachung zwischen Elefanten und Menschen. So. Wir halten den Pieks aus. Ihr revanchiert euch mit Leckereien. Du hast zwar nichts gemacht, aber du warst relativ brav. Komm, nee, ich will das einfach mal der Mary geben. Ja, gut. Gut. René Walter hat schlechte Nachrichten für die langohrzigen Kinder. Mit der Muttermilch ist ab sofort Schluss. Kinderchen. Ja, Veit und Svenja. Gucken, ob noch was drin ist. Ja, das tut weh, ne? Ist nicht mehr drin. Wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr. Der Veit und die Svenja, ja, jetzt ist schon wieder fertig. Ja, das ist nicht. Nee, der tut ja weh. Komm, ja, Veit, hör auf. Wir können noch mal die Malinki probieren. Bist du einverstanden mit, ja? Malinki ist dort, du weißt. Ist die, die uns die Milch immer noch schenkt? Nee. Komm mal hier, versuch's mal hier. Die hatte eine tote Geburt, sind immer dran geblieben, haben das immer angeregt, die Milchproduktion, indem wir die Beine trinken lassen haben. Und Veit und Svenja haben das gerne angenommen. Und da schon wieder alle, ne? Also wir hören auf. Ja, und dadurch hat die immer Milch behalten, aber das hört dann natürlich auch irgendwann auf. Und Maliki nervt das total, ne? Wenn ich sie nicht festhalten würde, würde sie nicht stehen. Ja, Veit, bist du satt? Ja? Dann geht's raus. Die Wasserwürfel warten schon. So, kommt da mal mit. Komm mit. Komm hier, komm. Hoppa, hoppa. Hoppa, komm. Hoppa, komm. Svenja. Svenja, komm. So, dich muss ich wieder persönlich bitten, Svenja. Ne? Ja, komm mit. Ab zu den dicken Wasserbüffeln. Hierher, komm. Hierher, komm. Komm. Ja. Komm. Ja. So, eure Hoheit. Svenja hinaus. Ihr seid jetzt erwachsen. Keine Milch mehr. Aber dafür gibt's gleich Heu und ja. Blätter.